Mit Excel lassen sich nicht nur Daten tabellarisch erfassen und berechnen, sondern auch grafisch auswerten. Diagramme können helfen, komplexe Sachverhalte übersichtlich darzustellen. In dieser Aufgabe vergleichen wir das Bevölkerungswachstum von China und Indien. Die entsprechenden Daten findest du im Arbeitsheft und wir erstellen nun eine neue leere Arbeitsmappe und erfassen gerade die Daten, damit es etwas übersichtlicher wird, zoome ich ein bisschen und diesen Text machen wir gleich etwas größer und fett. Dann kommen in dieser Zelle ab der Spalte B die Jahreszahlen und ab der Zeile 4 in Spalte A die beiden Länder. So, damit wir uns vorstellen können, wie das dann in gedruckter Form ausschauen würde, wähle ich das Seitenlayout. Ich habe Glück gehabt, es hat mir genau die Seite gefüllt. Der Vollständigkeit halber zeige ich dir trotzdem noch, wie du die Spalten noch in der Breite anpassen kannst, und zwar alle aufs Mal, indem du in den ersten Spaltenkopf und mit der gedrückten Umschalttaste in den letzten tippst und anschließend zwischen diesen Spalten die Breite veränderst. So werden alle ausgewählten Spalten verschmälert. Und selbstverständlich kann man das auch hier über Format Spaltenbreite numerisch tun. Die Jahreszahlen, die sollen fett sein und dafür grau und die Länder ebenfalls fett.